Gut, es ist ein leichter Unterton in meinem Hörer zumindest drinnen. Ich werde daher auch meine Begrüßung kurz machen, dass wir dann nur noch Werner Ströbele online haben. Die Reihe habe ich wiederholt schon erklärt. Im Zuge der Gründung der empirischen Kulturwissenschaft sind in kurzer Zeit sehr, sehr viele Untersuchungen gestartet worden. Empirische Untersuchungen von ganz unterschiedlichen Gruppen, die den Landkreis Tübingen in ganz kurzer Zeit eigentlich, wir sagen immer, ohne das jemals gemessen zu haben, aber ich denke, wir liegen richtig zu einem der wirklich intensivst erforschten Regionen Deutschlands gemacht haben. Und auch viel Wissen dann in die Dörfer und in die Städte gebracht haben, viel Neugierde, viel Austausch. Das war der Ausgangspunkt, warum Wolfgang Sandwald und ich uns entschieden haben, 50 Jahre danach, diese Untersuchungen noch einmal aufzurufen, in Erinnerung zu rufen, auch danach zu fragen, was aus diesen Untersuchungen geblieben ist. Wir haben schon zwei Veranstaltungen gehabt. Die eine war mit Wolfgang Kaschuba, die Kiebingen abgehandelt hat, und die zweite letzte Woche war Lioba Keller-Drescher, die sich mit Dustlingen und der dortigen Kleidungskultur auseinandergesetzt hat. Heute sind wir als empirische Kulturwissenschaft im engeren Sinn tatsächlich zu Hause, nämlich in Tübingen gelandet. Und wir beschäftigen uns mit einer Untersuchung, die Mitte der 1970er Jahre stattgefunden hat, dass die untere Stadt, das ist ja in der ewigen Bestenliste der EKW weiterhin der absolute Spitzenreiter. Und wir werden vielleicht noch hören, warum das so ist. Alle anderen Projekte haben dann neidvoll auf dieses eine Projekt zurückgeschaut. Einfach, ja, Wolfgang Ströbel wird Ihnen das gleich erklären. Ich möchte Werner Ströbel, Entschuldigung, Werner Ströbel kurz vorstellen. Jetzt bin ich auch schon ganz verwirrt vor lauter Wolfgang in der Runde. Werner Ströbel, Jahrgang 55, aufgewachsen in Hirlingen, hat 74, ab 74 empirische Kulturwissenschaft in Soziologie, Geschichte, hier Landeskunde in Tübingen studiert, 1986 bei Hermann Bausinger über die Entstehung der Lokalpublizistik am Beispiel der Tübinger Chronik. Das ist ja eine berühmte, eigentlich die Tübinger Chronik, geschrieben. Und nach einem Volontariat am Württembergischen Landesmuseum in Stuttgart hat er sein ganzes weiteres Leben dann Reutlingen gewidmet, zuerst als Leiter des Heimatmuseums und von 2004 bis 2020 dann noch zusätzlich als Kulturamtsleiter. Werner Ströbele ist Autor von vielen weiteren Beiträgen, kürzlich eben noch ein Reiseführer, Reutlingen oder eine Überblicksdarstellung zu Reutlingen. Also viele Beiträge zur Kultur- und Landesgeschichte des deutschen Südwestens. Lieber Herr Ströbel, es freut mich sehr, dass Sie sofort unsere Einladung angenommen haben, trotz aller Schwierigkeiten, Online, Präsenz und so weiter, dass Sie ja sofort bereitgestanden sind, uns dieses wirklich wichtige Thema, die untere Stadt, noch einmal nahezubringen. Was hat man sich dabei gedacht? Was hat man getan? Welche Auswirkungen hat das Projekt gehabt? Und damit möchte ich auch gleich schon das Wort an Werner Ströbel übergeben. So. Herr Ströbele, Sie müssten den Lautsprecher wieder anschalten, bitte. Aufheben. Jetzt bin ich zu hören. Ja, prima. Dann freut es mich. Grüße alle in nah und fern. Auch schön, dass ich hier von Reutlingen aus über Tübingen reden darf, über das Projekt das andere Tübingen oder die untere Stadt. Ein Projekt, das vor 45 Jahren begann. Vor 45 Jahren sind wir da in das Feld der Tübinger Unterstadt gestartet. Es begann mit einem Seminar von Martin Scharfe, der ein Seminar mit dem Titel Tübinger Heimatkunde angeboten hat. Es folgten dann zwei weitere Seminare, also waren Projektseminar Tübinger Heimatkunde 1, 2 und 3. Und aus diesem Seminar oder aus diesen Seminaren entstand dann die Arbeitsgruppe Tübinger Heimatkunde, die dann letztlich auch die Ausstellung und das Buch, das aus der Ausstellung entstanden ist, dann erarbeitet hatte. Ja, Heimatkunde, Begriff Heimat wurde damals ja auch neu gefasst und positiv gefasst, wie ich auch nach wie vor finde, im Sinne von Ernst Bloch. Heimat entsteht, wenn der Mensch als Wurzel der Geschichte sich erfasst und das Seine in realer Demokratie begründet. Die Heimatkunde war dann auch ein Bereich des Erfassens des Menschen, seiner selbst und seiner Geschichte.
Das Ziel des Projektes war eine Ausstellung im Haspelturm. Sie sollte anlässlich des 500-jährigen Bestehens der Universität Tübingen gezeigt werden. Das ist gelungen, die Studenten sind fertig geworden. Die Ausstellung wurde dann 1977 präsentiert unter dem Titel Tübingen, die Kultur der unteren Stadt im 19. Jahrhundert. Lief vom 17. September bis zum 1. November. Und dazu ist dann ein Ausstellungsbegleitheft entstanden. Jetzt halte ich das vielleicht gleich in die Kamera. Man sieht das falsch rum. Ja. Das war das dünne Begleitheft zur Ausstellung, wo die wesentlichen Inhalte publiziert wurden. Und die Ausstellung war erfolgreich, weil auch innerhalb dieser 6 Wochen 10.000 Besucher im Schloss diese Schau gesehen hatten. Und aus der Ausstellung heraus entwickelt sich jetzt das Buch, das andere Tübingen. Dann war der neue Titel Kultur und Lebensweise der unteren Stadt. Das kann ich jetzt auch hier so nochmal. Und man sieht, es ist ein sehr dickes Werk. Das ist dann auch entstanden und war auch sehr erfolgreich, wie wir gerade gehört haben. Autoren waren eben diese Arbeitsgruppe. Ja, aber wir waren nicht einzelne Autoren, sondern wir haben es dann damals als Autorenkollektiv bezeichnet und auch so gesehen, war damals modern und progressiv. Ich denke, es ist auch richtig, die Teilnehmer und die Beteiligten dieses Autorenkollektivs zu nennen. Das war Karl Braun, Jutta Dornheim, Gottfried Hauf, Annegret Knoll, Manfred Müller, Sigrid Philips, Betty Ratio, Martin Scharfe, Hans Schimpf, Stefan Schreiber, Leo von Steglitz, Bernd Wille und ich. Und bei der Ausstellung war noch dabei Reinhard Faul, Otto Kettenmann, Rita Schlechter und Angela Wagner. Ja, und dahinter steckte auch die Vorstellung, dass eben eine kollektive Produktion besser ist als individuelles, einsames Schaffen. Und und die Vorstellung, dass alle gleichrangig hier beteiligt sind, gleichrangig mitmachen, alle Teilnehmer dieser 15 Studenten. Die Leitung hatte Martin Scharfe, wie schon erwähnt, er war damals akademischer Rat am Ludwig-Uhland-Institut, aber er war halt doch stark gefragt, lenkend, leitend, korrigierend und er hat letztlich das Projekt in der Form, wie es dann entstanden ist, sogar im Wesentlichen konzipiert. Ja, man muss aber andererseits klar sagen, es war ein studentisches Projekt. Alle Beteiligten waren erst in der Ausbildung, eben bis auf Martin Scharfe. Wir waren zum Teil junge Studenten. Ich selber habe im 4. Semester begonnen, an dem Projekt mitzuarbeiten, aber um mich herum waren Ähnliche in einem ähnlichen Semesteranzahl unterwegs. Ja. Dann der Zusammenhang 500 Jahre Universität Tübingen war natürlich geprägt von entsprechenden Jubiläumsveranstaltungen, Publikationen zur Uni. Die Uni-Geschichte war im Zentrum. Und überhaupt das Bild von Tübingen war natürlich geprägt von der Uni, aber auch von der Oberstadt, Schloss, Hölderlin, Turm, Stiftskirche, Universitätsgebäude, Kliniken, Rathaus, Marktplatz, die Denkmäler und die Dichterhäuser waren und sind im Fokus, sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart, denke ich. Auch von der Tübinger Stadtgeschichte war ja vieles bekannt, aber die untere Stadt war unbekannt, auch vernachlässigt von den Akademikern. Und uns ging es darum, das andere nicht-akademische Tübingen in den Blick zu nehmen. Und wir hatten da einen kulturhistorischen Blick auf die untere Stadt, auf das Quartier der Weingärtner, Tagelöhner, Fuhrleute, Kleinhandwerker. Das war das Dorf der Gorgen im 19. Jahrhundert. Das 19. Jahrhundert war unser Untersuchungszeitraum, letztlich die Zeit des Königreichs Württemberg 1806 bis 1918. Ja, das Dorf der Gorgen, das Dorf der Rauben, abschätzige Unnamen der sogenannten Ureinwohner, die aber diese Bezeichnungen gar nicht gern gehört hatten, konnte man immer wieder lesen, sind ja auch Fremdbezeichnungen. Wo sie herkommen, weiß man nicht. Wir haben uns darum auch nicht gekümmert damals. Tübingen hatte im 19. Jahrhundert zwischen 7.000 und 10.000 Einwohnern. Geschätzt, denke ich, war etwa die Hälfte in der unteren Stadt zu Hause. Es gab ja den Gegensatz obere Stadt, untere Stadt. Das war sowohl topografisch zu erkennen, hatte aber auch soziologische Bedeutung. Und unser Interesse galt, so steht es dann auch in der Einleitung des Buches, der Geschichte der vielen und Namenlosen, verbunden mit entsprechenden Fragestellungen. Wie war der Alltag? Wovon und wie haben sie gelebt? Wie sind sie mit den Herren zurechtgekommen? Gab es Konflikte?
Alltagsgeschichte war ja damals ein neuer Ansatz in der EKW. Eben nicht die Geschichte der großen Männer sollte uns interessieren, der Herrscher, sondern eben die Geschichte der einfachen Leute, die mehr schlecht als recht von ihrer Händearbeit gelebt hatten. War damals auch schon eine allgemeine Bewegung, Geschichte von unten, Geschichtswerkstätten kamen dann auch bald auf. Und Alltag war ein Begriff, der und auch, eben auch eine Lebensweise, der höhere Bedeutung zukam. Und im Widerstandspotenzial der unteren Schichten galt auch verstärkt die Aufmerksamkeit. Die Auseinandersetzung mit dem Alltag ist damals in Mode gekommen, so hat es Uzi Eckle in dem Kapitel Alltag in den Grundzügen der Volkskunde, das parallel auch zu unserem Projekt entstanden ist, geschrieben. Das Buch ja, in dem die aktuellen theoretischen Hintergründe expliziert worden sind. Martin Scharfe hat damals in dem Buch dafür plädiert, Volkskunde als kulturgeschichtliche Disziplin zu betreiben, wie es im Tübinger Projekt dann ja auch geschah. Ein neuer Kulturbegriff kam auf, ein weiterer Kulturbegriff, Kultur definiert als Lebensweise, die Methode, mit der das Leben unter bestimmten und vorgegebenen Bedingungen bewältigt und gestaltet wird. Kultur und Lebensweise, ein Begriffspaar, das den Zusammenhang von Kultur und Gesellschaft in den Blick nehmen sollte, war ein Ansatz, der aus der DDR-Volkskunde kam. So hat es auch Gottfried Korf in diesem Buch Grundzüge der Volkskunde theoretisch dargelegt. Ja, jetzt zum Projekt und zu unserer Vorgehensweise. Man kann sagen, die Untersuchung geschah tatsächlich in gemeinsamer, kollektiver Arbeitsweise. Die Fragestellungen wurden gemeinsam erarbeitet. Die Recherchen wurden gemeinsam durchgeführt, Literatur gemeinsam gesucht und gelesen, Archivforschung betrieben. Scharenweise sind wir damals in die Archive eingedrungen, Stadtarchiv, Kirchenarchiv, Uniarchiv. Wir haben die städtischen Sammlungen durchforstet nach Fotos, Grafiken, Objekten. Wir haben die einschlägigen Zeitungen durchsucht, die Tübinger Chronik, das Amtsblatt, den Beobachter. Und wir machten auch Oral History. Wir haben Gespräche mit Nachfahren geführt, auf der Suche nach Erinnerungen, nach Fotos, Dokumenten, Objekten. Es gab ja noch einzelne Weingärtnerfamilien, die Vorfahren im 19. Jahrhundert hatten. Es gab auch noch eine Weingärtnerfamilie, die Familie Berthold, aber daneben auch die Schmieds, die Schneiders und die Weiblingers. Ja, und alle unsere Erkenntnisse, alle Objekte, alle Bilder und so weiter sind in gemeinsame Ordner gewandert, in gemeinsame Zettelkästen, in gemeinsame Karteikästen. Und das war für uns Studenten eine gute Erfahrung, eben erste Archivbesuche. Umgang mit Primärquellen war dann natürlich ganz wichtig und der Austausch darüber und das Vermitteln von Quellen, von Hinweisen und entsprechenden Stichworten, die dann für die weitere Bearbeitung wichtig waren. Ja, und auch wir haben eine gemeinsame Sammlung für die Ausstellung ja auch zusammengetragen. Der Umgang mit Originalen war dann wichtig und das haben wir quasi auch eingeübt. War ja für uns auch was Neues, für uns junge Studenten. Ja. Die Ausstellung haben wir gemeinsam entwickelt, Themen, Kapitel, Texte, Layout, Bilder, Repros, Fotoaufnahmen, Ausstellungsdesign, Präsentationsformen, wurde alles dann von den Studenten, von uns Studenten gemacht. Martin Scharfe hatte ja schon verschiedene Ausstellungen davor schon erarbeitet gehabt und konnte ja entsprechende Hinweise geben. Und auch das Buch haben wir selbst gemacht, selbst gestaltet, selbst die Seiten zusammengeklebt. Ja. Und dann eben sind wir als Autorenkollektiv in Erscheinung getreten und deshalb sind die Beiträge nicht namentlich gekennzeichnet. Jetzt das Projekt war natürlich für uns auch inhaltlich spannend. Das war für uns eben neu. Wir haben Tübingen kennengelernt, wie es niemand kannte. Das wirklich andere Tübingen, das Dorf der Gorgen. Jetzt könnte man ein Bild bringen, Herr Sonnwald. Die Lazarettgasse habe ich mal ausgewählt. Das ist eine Reproduktion aus dem Katalog. Man sieht hier eigentlich eine ländliche Straße. Leiterwagen, Güllewagen, Holz vor den Häusern, Hühner auf den Gassen, Wasser, Rinnsal läuft durch. Man kann also sich da schon vorstellen, dass das wirklich einen dorflichen Charakter hatte. Ja. Das Ebbe war das Dorf der Weingärtner, der Fuhrleute, der Tagelöhner,
der Handwerker, der Frauen und Männer und auch der Kinder der unteren Stadt. Das war alles bei uns im Blick. Auch die untere Schicht, untere Klasse. Vielleicht eine zu einfache Kategorisierung aus der heutigen Sicht. Ja. Aber wir wurden da auch bestärkt durch zeitgenössische Schilderungen. Das war auch dann für uns, denke ich, alle verblüffend, die Einschätzungen, die wir da gefunden hatten. Ich zitiere jetzt aus Goethes Reisetagebuch von 1797. Da heißt es, der untere flache Teil der Stadt wird von Gärtnern und Feldleuten bewohnt und ist äußerst schlecht und bloß notdürftig gebaut und die Straßen sind von dem vielen Mist äußerst unsauber. Oder Hans Flach hat Kulturbilder aus Württemberg 1886 publiziert und da wird der Gag geschildert, er sei von keiner Kultur beleckt. Er sei ein Mittelding zwischen Europäer und Waldmensch. Und berühmt ist ja auch dann das Zitat aus der Oberamtsbeschreibung von 1876, in der der Unterstädter quasi als Arbeitsmaterial geschildert wird. Dort heißt es, bekanntlich ist der Tübinger Weingärtner ein ens sui generis, also von eigener Art, und als solcher nicht wohl definierbar. Von ausnehmend hartem, zähem Stoff leistet er in der Arbeit Außergewöhnliches und repräsentiert nahezu eine mittlere Pferdekraft, ermangelt aber dafür aller jener Gefühle, welche man unter dem Begriff Pietät zusammenfasst. Und weiter heißt es, es sei zwischen seinem Wohnsitz der unteren Stadt und dem Musensitz in der oberen nicht etwa eine chinesische Mauer, sondern ein breites Hochgebirge herübergepflanzt. Ja, und so fanden wir noch etliche weitere Äußerungen. In dem Buch sind sie auch dann publiziert. Da war dann von angeborenem Charakter die Rede, von der Natur der Weingärtner. Ja, und wir wollten und konnten das dann ja auch auf die Umstände und die Lebensweise zurückführen. Die Trennlinie zwischen Ober- und Unterstadt war damals und heute auch noch ein bisschen, wobei diese Differenzierung nicht mehr so gravierend ist, war der Ammerkanal, der durch die Stadt führt. Da hätten wir jetzt ein Bild. Herr Sanwald, genau. Ein Bild, der zeigt den Hausbesitz, den wir ermittelt hatten, 1830. Rot sind die Weingärtnerhäuser zu finden, orange die Kutscher, grün die Handwerker und blau die Akademiker. Man kann es also schon sehen, auf der oberen Seite sind die roten Weingärtnerhäuser zu sehen und die Akademiker eher in der oberen Stadt, also im unteren Teil des Bildes in der oberen Stadt angesiedelt. Und die am niedrigsten bewerteten Häuser waren in der Unterstadt, die Häuser der Weingärtner, der Kleinhandwerker und so weiter. Und ja, dann kümmerten wir uns um das Thema Weinbau. Weinbau war tatsächlich die zentrale Arbeit und die wichtigste Einkommensquelle der Unterstädter. Weingärten gab es am Österberg, am Schlossberg, Steinberg, Wanne, Morgenstelle und so weiter. Also rund um Tübingen war alles voll mit Weinbergen. Und auch da gab es verblüffende Erkenntnisse, die dann auch natürlich auf die gesellschaftliche Situation verwiesen haben. Jetzt sind sie zu weit gegangen mit den Bildern, aber macht nichts. Wir könnten zurück zum normalen Modus. Okay, also die Besitzverhältnisse war ein Thema. Wir hatten uns darüber auch kundig gemacht, Erträge dann versucht ausfindig zu machen. Die Weinberge und die Keltern waren im Eigentum der Feudalherren, wie wir da geschrieben hatten, Haus Württemberg und die Kirche bis zur Zehntablösung 1848, wo sich das dann geändert hat. Andere gehörten den Oberstadtbürgern. Und auf den Weinerträgen gab es doch zahlreiche Abgaben als Pacht oder als Güld. Der Zehnt wurde einbehalten, ein Zwanzigstel wurde als Kelternwein für die Benutzung der Kelter dann abgeführt. Und unser Fazit war dann im Buch dann auch und auch in der Ausstellung, der Erlös aus dem Verkauf des verbleibenden Weines reichte kaum aus, um den Lebensunterhalt zu sichern. Die Lage der Unterstadt erwies sich auch als prekär tatsächlich, auch in anderer Hinsicht. Die untere Stadt war mit einem hohen Grundwasserspiegel versehen. Es gab häufig Überschwemmungen, deshalb gab es kaum Keller, was zur Folge hatte, dass Keller in der Oberstadt angemietet werden mussten, wenn jemand sein Wein dort einlagern wollte. Und das konnten sich dann auch nur wenige leisten. Was dann bedeutete, dass der Wein in der Regel unter der Kelter verkauft wurde. Auch das führte eher zu geringen Preisen beim Verkauf. Interessant ja auch, dass etliche Keltern in Tübingen zu finden waren.
Ja, Bleikopfkelder, Österbergkelder, Buggenlohkelder, Pfalz-Halden-Kelder, also etliche Keltern. Ja, heute sind ja noch zu sehen. Jetzt haben wir hier die Schmiedtor-Kelder. Genau, und da sieht man doch, welche Unmengen an Fässern da auch gelagert waren. Das waren die Fässer der Weingärtner, die dann ihre Weinernte zur Kelter gebracht hatten. Und die wurde dann in der Kelter mit zwei urtümlichen Baumpressen dann ausgepresst. Ja, interessant war auch, dass der Fruchtkasten ja zunächst die herzogliche Kelter war mit vier Kelterbäumen. Die Stadt hatte diesen Fruchtkasten dann 1841 gekauft und als Magazin verwendet. Daraufhin wurde dann die Schmiedtor-Kelter, die wir gerade gesehen haben, zur Kelter der Tübinger Weingärtner, betrieben auch vom Kelternverein, der 1876 gegründet wurde. Interessant ist ja, dass diese Kelter heute noch von dem Kelternverein betrieben wird und die Weingärtner, die es in Tübingen und drumherum gibt, pressen da immer noch ihren Wein in der Schmiedtor-Kelter. Und schön ist ja auch, dass die Weingärtner sich dann stolz gezeigt hatten über den Betrieb und den Erwerb der Kelter und haben ja oben auf der Spitze des Daches eine Wetterfahne angebracht mit einem Weingärtner in Arbeitsmontur. Da habe ich sogar noch ein Foto davon, jetzt kann ich es vielleicht zeigen. Ja, genau, das war dann ein Repro für einen Zeitungsbeitrag. Also man sieht den Weingärtner mit Mütze, Pfeife, Butten, Gruber, das war der Stock. Also das ist heute noch oben, diese Wetterfahne, das ist auch immer schön zu sehen. Und die Schmiedtor-Kelter war dann Arbeitsort zum einen, aber auch Treffpunkt etwa des Weingärtner Niedergrenzes und zeitweise auch Besenwirtschaft. Wir haben uns dann mit vielen weiteren Themen befasst, die ich jetzt alle nur eher kursorisch streifen möchte. Arbeit im Weinbau natürlich, entsprechende Arbeitsmittel konnten wir in der Ausstellung zeigen, zum Teil eingesammelt von den Weingärtnerfamilien, die wir aufgesucht hatten. Krise des Weinbaus war ein Thema dann, im 19. Jahrhundert kam es ja auch schon zum Rückgang des Weinbaus, ungünstige klimatische Bedingungen waren da ja auch zu finden. Tübingen war die kürzeste frostfreie Zeit in Württemberg, minderwertige Rebsorten wurden angebaut. Konkurrenz durch ausländische Weine, aber auch durch Bier und Kaffee und so weiter, hat dann den Weinkonsum zurückgedrängt. Nebenerwerb war für uns Thema, die Männer, die Gruben leerten, Gartenarbeiten durchführen mussten, Transporte erledigen. Dann war der Hopfenanbau festzustellen. Der Hopfenanbau hat eine Zeit lang neuen Aufschwung in der Landwirtschaft gebracht. Handwerk und Gewerbe war ein Thema, das auch zum Teil in der unteren Stadt angesiedelt war. Auch da gab es überraschende Entdeckungen. Die Ammergasse zum Beispiel hieß ja ursprünglich Gerbergasse, also da waren auch Gerber zu finden. Und am Ammerkanal waren wir auch ganz überrascht, waren doch etliche Mühlenantriebe zu lokalisieren, Mahlmühlen, Waldmühle, Schleifmühle, Tabaksmühle, Pulvermühle, Sägmühle. Und heute ist ja noch heute nicht mehr, aber wichtig war auch die Schweikartsche Mühle am Hagtor. Da hätte ich auch ein Bild, wenn wir es einblenden können. Eine Lithografie von 1830. Da sieht man das Hagtor, den Hagtor, heute Hagtorplatz. Links die Schweikartsche Mühle, das Hagtor ist noch zu sehen. Und auf der rechten Seite die Lenzei, dann lange Zeit, eine Gaststätte. Heute ist unter, glaube ich, auch noch ein Eiskaffee drin. Also das Hagtor 1836 mit der Schweikartschen Mühle am Ammerkanal und in dem Rundbogen war dann der Mühlenantrieb zu finden. Ja, Gewerbeleben war natürlich vielfach von der Universität geprägt. Kutscher, Pferdeverleiher gab es, Waffenschmiede, Buchdrucker, Buchbinder. Und das Problem, das wir festgestellt hatten im 19. Jahrhundert, war die Überbesetzung. Als Beispiel 1847 kam auf 88 Einwohner ein Schuhmacher. Also da kann man sich schon vorstellen, dass da nicht so viel Umsatz gemacht werden konnte als ein Handwerk unter den vielen, die es gab. Industrialisierung war natürlich ein Thema, aber auch da eher die Probleme mit der Industrialisierung, weil wir feststellen konnten, dass die Universität, aber auch etliche Akademiker persönlich mehr oder weniger sich dagegen gesträubt hatten, dass in Tübingen Industrie sich ansiedelt.
Schichten und Klassen, Besitzverhältnisse haben wir in den Blick genommen, Einkommensunterschiede, Armut, Verschuldung zum Beispiel, zum Teil durch Grundentlastung oder durch die Zehntablösung gab es ja auch dann, wenn man diese Grundstücke erworben hatte, dann die Zehntablösung über 20, 30 Jahre bezahlen, was dann auch zu einer Verschuldung geführt hat und zum Teil zu einer Verarmung. Bürger, Verwaltung, Klassenjustiz war ein Thema, Bürgerrecht, Gemeindeverfassung, Wahlen, Wahlrecht, Universität und studentische Privilegien, die dann dagegen standen. Und wir stießen auch auf etliche Konflikte zwischen Ober- und Unterstadt, Studenten und Akademiker auf der einen, Weingärtner und Handwerker auf der anderen Seite. Das Thema Konflikte nahm großen Stellenwert ein, Konflikte um den Wörth, der heutige Anlagensee, das war damals Weideland, Almenland, aber es wurde schon bereits als Naherholungsgebiet gewünscht und als Spaziergegend. Der Gorgenaufstand 1831, das war die Zeit der Repression durch die Karlsbader Beschlüsse. Ein Weingärtner wurde von Landjägern lebensgefährlich verletzt. Weingärtner und Handwerksburschen zogen dann im Januar 1831 durch die obere Stadt und riefen, es lebe die Freiheit. Bürgerwehren und bewaffnete Studenten von den Verbindungen, die noch verboten waren, aber wenn sie bewaffnet dann gegen die Weingärtner aufgetreten sind, waren sie quasi gewünscht. Die unterdrückten dann diese Unruhen. Und dann haben wir den Sturm auf die Schweikartsche Mühle entdeckt. Hier sehen wir eine Lithografie aus der Zeit 1847, 48. Es war die Zeit der Missernten 1846, 47. Die Brotpreise sind stark gestiegen. Es gab Gerüchte, die Mühlenbesitzer Schweikart hätten Getreide und würden es auswärts verkaufen wollen. Es kam dann zur Hungerrevolte, zum Sturm auf die Mühle im Mai 1847 und wiederum sorgten bewaffnete Studenten dann für die Ruhe um die Mühle herum und in der Stadt. Man sieht hier, wie eben die bewaffneten Studenten, denen wird quasi gedankt offenbar von den Bürgern und im Hintergrund oder im Mittelgrund sieht man dann noch, wie Getreidesäcke weggetragen worden sind. Das war doch ein schwieriger Konflikt. Ja. Revolution 1848 haben wir uns auch darum gekümmert. Bürgerliche Bewegung, da waren die Weingärtner eher weniger beteiligt. Arbeiter und Handwerker waren zum Teil aktiv. Bürgerwehr und dessen Rolle haben wir in den Blick genommen, das Militär. Und da haben wir eher festgestellt, dass da die Begeisterung der Weingärtner für die Beteiligung eher geringer war. Zur politischen Situation haben wir zum Beispiel das beschränkte Wahlrecht uns angeschaut. Von 9000 Einwohnern hatten 200 Bürger das Wahlrecht 1849, natürlich kein Frauenwahlrecht. Wahlrecht war abhängig vom Bürgerrecht und von der ökonomischen Situation. Der Bezirk D war da besonders betroffen, das war die Unterstadt. Und dieses D sieht man heute noch an etlichen Hausnummern in der unteren Stadt. Das ist also dieser Wahlbezirk D, der hier von diesen damals möglichen Wahlen ausgeschlossen war. Parteienentwicklung haben wir angeschaut und festgestellt, dass die Unterstädter eher die Demokratische Volkspartei bevorzugten. Weingärtner Liederkranz war natürlich ein Thema, dann war ein anerkannter Verein, der das übliche Liedgut präsentierte. Vereinsleben war aber natürlich von der Arbeit geprägt, etwa in der Erntezeit gab es etwa keine Proben, keine Auftritte. War aber dennoch ein Ausdruck eines gewissen Selbstbewusstseins der Weingärtner. Und wir konnten feststellen, dass bei dem Weingärtner Liederkranz eine gewisse Zurückhaltung bei offiziellen Veranstaltungen zu finden war. Etwa bei Königsbesuch gab es dann auch eher eine politische Heiserkeit, wie es dann geheißen hat. Also die waren nicht da immer so engagiert und begeistert. Unterstadtalltag war natürlich auch ein ganz wichtiges Thema. Auch die Situation der Frauen hatten wir schon im Blick. Deutlich war, dass der Alltag eher von der Armut geprägt war. Jetzt könnten wir genau die Lazarette also nochmal, ne, das ist jetzt schon zu viel, Herr Sandwald. Also Alltag von der Armut geprägt. 1847 gab es 254 Stadtarme, 1860 schon 570 Arme, die mit Brot unterstützt wurden. Die Häuser standen dicht an dicht in der unteren Stadt. Große Familie auf engem Raum war ein Kapitel. Auch die Archivalien zeigten enge Wohnverhältnisse.
mehrere Familien mit vielen Kindern in einem Haus. Es gab keine Privatsphäre, es gab keine Keller. Jetzt, man sieht hier auf den Fotos in der Tat das enge Karrengässle, aber auch in der Mordiogasse das kleine linke Haus. Ich glaube, von dem weiß man sogar genau, dass es wirklich zwei Familien mit vielen Kindern diente. Ja, und dann gab es keine Keller, was dazu geführt hat, dass der Dachboden vor allem gefüllt wurde mit Vorrat, Holz, Heu und so weiter. Ja. Man sieht heute noch an den Häusern vielfach Räder für diese Seilzüge oder Haken, um solche Schwiebel aufzuhängen. Die Gassen war durch Viehhaltung geprägt, Mist war überall zu finden, Regen und Hochwasser überflutete Straßen und Wege, Wasserversorgung war schwierig, es gab öffentliche Brunnen, wie allgemein erst ab 1878 Wasserleitungen in der unteren Stadt, aber nur wenige, sogar nur zwei Brunnen, die von den Weingärtnern dann aufgesucht werden mussten, um Wasser zu finden. Da haben wir das auch im Thema Wäschewaschen etwa exemplifiziert, wie schwierig das doch war, unter den Bedingungen Wäsche zu waschen. Ja, Essen und Hungern war ein Thema. Mangelernährung konnten wir feststellen, die Hungerjahre 1816-17, die das geprägt haben. Die Hungerrevolte 1847, von der eben schon die Rede war. Gesundes und krankes Leben haben wir uns angeschaut. Und wie gesagt, auch den Alltag der Frauen. Und eben festgestellt, dass verheiratete Frauen eben vor allem die Hausarbeit gemacht hatten, Kindererziehung, Garten- und Feldarbeit. Das Hausvieh haben die Frauen bewältigt, kochen, waschen, putzen natürlich. Ja. Schwangerschaft haben wir als Thema gehabt, die auch eine Versorgung weiterer Kinder zur Folge hatte, möglicher Tod auch zum Teil bei schwierigen Schwangerschaften. Bei ledigen war die Schwangerschaft natürlich eine Schande. Und wir konnten feststellen, dass etliche Frauen auch bei besseren Familien im Haushalt gearbeitet hatten. Schule haben wir uns angeschaut und zweierlei Klassen festgestellt. Bei der Entwicklung des Schulwesens, ja, von der Lateinschule zum Gymnasium, waren die Bürgerskinder unterwegs, die Weingärtnerkinder in der Knabenschule im Kornhaus und in der Mädchenschule. Soziale Ungleichheit im Schulangebot hieß, es gab A- und B-Klassen. Da wurde unterschiedliches Schulgeld verlangt. Da gab es auch unterschiedliche Fächer. Die waren mit unterschiedlichen Klassenstärken dann versehen. Und so haben wir auch dann das Fazit gezogen, finanzielle Barrieren versperrten Kindern aus der unteren Stadt den Zugang zu einer besseren Bildung. Andererseits haben wir auch festgestellt, dass das Interesse der Eltern am Schulunterricht auch zu wünschen übrig ließ. Kinder waren eben zum Teil eben auch als Arbeitskräfte gewünscht. Freizeit haben wir mit einem Fragezeichen versehen. Die Arbeit bestimmte den Alltag, auch den Sonntag. Da kam es dann auch noch zur Bedeutung der Wirtshäuser als Ort des Erfahrungsaustausches, aber kein Ort für Frauen etwa. Feste gab es wenige, Jahreslauf, Familienfeste, zum Teil dann auch mit den Weingärtner-Symbolen, die eine Rolle spielten, Schutzpatron der Urban oder die Kalebstraube wurde dann mitgeführt, je nachdem. Uns gab ein Kapitel Behauptungen und Selbstbehauptungen, Arbeiter und Handwerker, die sich organisierten. Ja. Und dann war noch ein Schlusskapitel, wie man aus Geschichte Geschichtfilm macht. Und da haben wir vor allem natürlich die Gorgonwitze uns angeschaut und quasi auch beklagt, dass mit den Gorgonwitzen die Weingärtner eben zu Witzfiguren werden. Wir haben aber die Gorgonwitze selber nicht zum Thema gemacht. Das ist ja in der Folge darauf ja näher untersucht worden von Bernd-Jürgen Warnecken. Ja, Tübingen, die Kultur der unteren Stadt, war also unser Thema. Zunächst in einer Ausstellung mit Texten, Bildern und Objekten mit 10.000 Besuchern in 6 Wochen. Und dann später das Buch, ein Jahr später, das andere Tübingen, reich ausgestattet. Nicht nur mit Texten, Bildern, Fotos, Dokumenten, sondern auch mit Grafiken und Karten. Aber es waren aber letztlich studentische Arbeiten, aber die pünktlich dann geleistet worden sind und entsprechend dann auch publiziert werden konnten. Ja.
stattliche Arbeiten, stattliches Buch. 16.000 Exemplare wurden verkauft. Das ist sicherlich ein großer Erfolg und wie wir gehört haben, ja auch Spitzenreiter bei den Publikationen der Tübinger Vereinigung. Ja, Leben in der unteren Stadt im 19. Jahrhundert, heute kaum mehr vorstellbar, das haben wir dann in Fotos gesehen, in den Darstellungen. Spuren sind aber heute noch zu finden, das konnte man jetzt an den aktuellen Fotos, die ich vor ein paar Wochen gemacht habe, sehen. Man sieht noch ein Mühlrad, man findet die engen Gassen, man findet kleine Häuser, man findet das Weingärtner-Denkmal von Uke Bärtle in der Salzstadelgasse und eben die Schmiedtorkelter etwa. Das sind auch heute noch Zeugnisse der Weingärtner in der unteren Stadt und des Lebens in der unteren Stadt. Soweit meine Darstellungen zum Inhalt auch. Jetzt könnte ich noch was sagen zur Bedeutung des Projektes. Das stattliche Buch war sicherlich für die Tübinger Lokalforschung eine gute Arbeit und ein gutes Fundament mit den vielen Dokumenten und den abgebildeten Quellen und so weiter. Und aber auch, denke ich, andere lokale Geschichtswerkstätten konnten sich daran orientieren und ist ja auch so geschehen. Ja. Es gab eine Buchbesprechung von unserem Buch in der Wochenzeitung Die Zeit am 30. März 1979, also ein Jahr später. Und das hat uns dann doch damals sehr gelobt. Ich zitiere: Das Buch Tübingen, das andere Tübingen, Kultur und Lebensweise der unteren Stadt. Es ist eine vorzüglich dokumentierte, illustrierte, kommentierte, noch nie geleistete Arbeit über jenes Drittel der Stadt, in der die ehemaligen Weingärtner und Gorgen wohnten. Das Buch versucht nun die Perspektive von unten her, indem es die Geschichte des Stadtteils im letzten Jahrhundert ausbaggert, Sozial- und Kulturgeschichte im besten Sinne. Das Buch ist ein Vorbild für das, was Sozial- und Kulturgeschichte sein kann. Das ist doch eine schöne, löbliche Äußerung über dieses Produkt. Und man kann auch feststellen, dass auch die Forschung natürlich von diesem Projekt Anregungen erfahren hatte im Bereich dieser Mikrohistorie, in der Vormärzforschung. Manfred Müller hat etwa die Brotpreisforschung in Ulm vorangetrieben. Da gab es auch einen Aufstand 1847. Bernd-Jürgen Warnecken hat sich um die Gorgowitz gekümmert. Seither weiß man da auch mehr zu denen. Ich selber habe mich dann mit der Tübinger Chronik und der Entstehung der Tübinger Chronik und insgesamt mit der Entstehung der Lokalzeitungen in Württemberg befasst. Und erwähnenswert ist sicherlich auch, dass es ein Folgeprojekt gab in Biberach. Die Stadt Biberach hatte 1978 einen museumspädagogischen Modellversuch gestartet und wurde dann vom Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft gefördert. Martin Scharfe hatte die wissenschaftliche Begleitung dann erhalten, explizit wegen dieses Projektes Das andere Tübingen. Und er hat eine siebenköpfige Studentengruppe mit ins Boot genommen, eben eine Gruppe aus diesem Tübinger Projekt, aus dieser Tübinger Arbeitsgruppe. Und das Ziel war, die städtischen Sammlungen in Biberach im Breit-Mahlin-Museum auch für nicht vorgebildete Schichten der Bevölkerung interessant zu machen, unter anderem in einer Abteilung Biberach im 19. Jahrhundert. Und da haben wir auch 2 Jahre dran gearbeitet und da gab es dann auch einen schönen Abschlussbericht, auch in der Abschluss des Projektes aufgrund verschiedener Umstände nicht ganz so erfolgreich war, aber gab es dann doch einen schönen Band zu dem Modellversuch, zu dem wir in der Folge von dem Tübinger Projekt mitmachen konnten. Ja, und für Tübingen natürlich interessant, dass die untere Stadt zum ersten Mal so intensiv in den Blick genommen wurde. Im Schwäbischen Tagblatt gab es eine Serie zur Ausstellung, in dem dann auch die Inhalte vermittelt worden sind. Für die Uni hat der damalige Unirektor Adolf Theis gelobt, dass das Institut dieses Neuland betreten hat und ein Thema aufgegriffen hat, das brach lag, eben diese untere Stadt. Und das hätte auch einen Impuls für die immer noch notleidende Integration der Universität in die Stadt gebracht. Es sei eine Öffnung des Sozialgebildes Universität,
eine Überwindung der Ghetto-Situation. Also er hat ja immer noch das Hochgebirge irgendwo vielleicht gesehen. Ja, Hermann Dausinger hat unser Projekt auch gelobt und in dem Zusammenhang der Öffnung der Universität geschildert und eingebracht. Im Zuge der 68er Bewegung schreibt er in seiner Nachkriegsuni, habe sich eben auch die Uni mit inhaltlichen Neuorientierungen beschäftigt, vermehrte Aufmerksamkeit für untere Sozialschichten und damit Öffnung gegenüber der Gesamtgesellschaft. Ich glaube, ich kann auch mit gutem Gewissen sagen, dass das Stadtmuseum Tübingen, das dann, glaube ich, 91 eröffnet wurde, durch dieses Projekt auch stark gefördert wurde und deren Notwendigkeit dargelegt wurde. Die städtischen Sammlungen im Heringhaus frischeten ja ein bescheidenes Dasein. Und in der Folge kam es dann auch bald zum Baubeschluss in den 80er Jahren, dass das Gartenhaus zu einem Stadtmuseum dann genutzt wurde, umgebaut, eingerichtet wurde. Und da, denke ich, hat dieses Projekt unserer Stadt doch einiges dazu beigetragen. Dann für uns Beteiligte war es natürlich nicht nur eine schöne Sache, sondern eben auch sicherlich ein Sprungbrett und eben auch eine Hilfe für die weitere berufliche Laufbahn, vor allem in den Museen, in denen dann etliche gelandet sind. Wir hatten über das Projekt Einführung in Archivforschung kennengelernt und haben Umgang mit Objekten gelernt und haben sicherlich auch einfach das Interessante an diesem Berufsfeld gesehen und uns dafür interessiert und entsprechend fortgebildet. Hans Schimpf, einer der Beteiligten, hat eine Dissertation über die Samenhändler in Gönningen geschrieben und bald dann das Stadtmuseum und das Stadtarchiv in Balingen betreut. Manfred Müller hat, wie gesagt, über den Brotpreisaufstand in Ulm geforscht. Leo von Stieglitz hat das Stadtmuseum Leonberg eingerichtet, war dann später am Museum für Volkskunde in Waldenbuch beteiligt und an der Landesstelle für Volkskunde in Stuttgart. Karl Braun wurde später dann Professor in Marburg, netterweise als Nachfolger von Martin Scharfe. Dann hatten wir Udo Kettenmann dabei in der Ausstellung, der dann das Freilichtmuseum in Kiel tätig war und später das Schwäbische Bauernhofmuseum in Illerbeuren geleitet hat. Sigrid Philips hat das Stadtmuseum Pfullingen eingerichtet in der Folge. Annegret Knoll das Museum in Korntal Münchingen. Und ich selber habe mich dann auch eher in Richtung gründlicher historischer Arbeit dann weiterentwickelt, statt Journalismus, was in der Alternative war. Und so bin ich auch zur Museumsarbeit gekommen, Volontariat in Stuttgart am Landesmuseum. Und dann eben ab 86 war ich Leiter des Heimatmuseums in der Nachbarstadt Reutlingen und später auch noch Leiter des Kulturamts. So sind wir alle, denke ich, durch dieses Projekt auf eine gute Schiene gekommen und sind dankbar dafür, dass wir dieses Projekt mitmachen konnten und müssen auch, denke ich, oder ich darf es im Nachhinein auch nochmal sagen, Martin Scharfe Dank sagen, dass er uns da so mitgenommen hat und uns die Chancen geboten hat, uns damit mit der unteren Stadt zu beschäftigen. Und ich denke, es ist nach wie vor ein Standardwerk für einen Teil der Tübinger Stadtgeschichte. Damit wäre ich jetzt mit meinen Ausführungen durch. Ja, vielen Dank, Werner Ströbele, für diesen Einblick in kollektives Arbeiten und Forschen zu neuen Themen, mit denen wir uns gleich befassen wollen, bis hin sozusagen zur kollektiven Karriere des Kollektivs. Wir würden die Fragen wieder so strukturieren, wie wir das bisher auch gemacht haben. Die Studierenden sind ja beauftragt, einzelne Fragekomplexe zu vertiefen. Und wir würden jetzt einfach wieder so vorgehen, dass wir mit dem Thema Motivation beginnen. Dann wird es um Methoden gehen, dann um Ergebnisse und um die Resonanz auf die Forschung. Und ich würde einfach da zunächst mal wieder die Studierenden bitten, ihre vertiefenden Fragen zu stellen und dann zu jedem Fragenkomplex aber auch Sie
die Zuschauerinnen, die Zuschauer gerne dazu einladen, dann auch ihre Fragen einzubringen. Den Chat habe ich im Blick. Frau Braun, Ihre Frage habe ich aufgenommen. Dann würde ich jetzt zunächst mal Frau Geigle Ihnen das Feld überlassen. Genau, hallo. Ich möchte mich auch noch mal bedanken für den Vortrag erstmal. Sie meinten ja schon, dass es in der Forschung darum ging, das nicht-akademische Tübingen in den Blick zu nehmen, das noch recht unerforscht war. Und mich würde einfach noch mal näher interessieren, welche Motivation denn hinter der Forschung lag, also wie es zu den Fragestellungen kam, wieso eben genau dieses Thema ausgewählt wurde und was vielleicht auch Ihr persönliches Interesse am Thema war. Ja, ich habe es ja erwähnt, dass auch die unteren Schichten in den Blickfeld der empirischen Kulturwissenschaft geraten sind. Alltag der einfachen Leute war ein Schwerpunkt etlicher Forschungen und auch theoretischer Überlegungen. Und es hat sich in Tübingen angeboten, weil die untere Stadt natürlich ein großer Teil Tübingens ausgemacht hat, muss man sagen. Ja, heute ist ja die untere Stadt nicht mehr in dem Sinne ein Ort von dem anderen Tübingen. Ich denke, die untere Stadt ist weitgehend auch von Tübinger Akademikern besiedelt. Aber damals war das, also im 19. Jahrhundert, das hat man dann schnell gemerkt, war das doch eine ganz andere Welt. Und es war auch spannend, das zu sehen, gerade in so einer Stadt, in so einer Unistadt wie Tübingen, dass es da so große soziale Unterschiede dann gab, die ja auch entsprechend kommentiert wurde, wie wir gesehen haben. War ein spannendes Feld und es hat auch in diese theoretische und praktische Ausrichtung des Ludwig-Uhland-Instituts gut gepasst. Und wahrscheinlich war auch schon dieses Uni-Jubiläum gleich am Anfang, als das Seminar Tübinger Heimatkunde begonnen hatte, war das sicherlich schon im Visier. Und dann wurde diese Ausstellung ja zu dem Jubiläum erstellt und im Rahmen der Jubiläumsveranstaltungen ja auch im Haspelturm gezeigt. Meine Motivation war auch die, also ich bin auch ins Institut gekommen, weil ich schon wissen wollte, wie die Welt entstanden ist, welche gesellschaftlichen, kulturellen Bedingungen da waren, die auch zum heutigen Leben führen. Und da hat sich das Projekt für mich auch als Anfänger im Lui dann auch angeboten, da mitzumachen. Und es war so interessant, dass ich ja auch dann alle drei Seminare mitgemacht habe, auch die Ausstellung mitgemacht habe und in der Buchpublikation weiter mitgemacht hatte. Ich habe dann auch tatsächlich, das war schon für mich auch war in der Zeit auch beim Schwäbischen Tagblatt beschäftigt als freier Mitarbeiter. Und da war schon die Frage, gehe ich eher in die Richtung oder mache ich was anderes? Und dann hat das über das Tübinger Projekt, die untere Stadt, mir so viel Spaß gemacht, dass ich mir gesagt habe, nee, das ist eigentlich für mich angemessener, für mich interessanter, sich mit Geschichte, mit Stadtgeschichte eben auch zu befassen, mit dem Medium Ausstellung auch zu arbeiten. Also das war also von daher schon eine gute Entwicklung, die ich dann auch genommen habe. Und wie deutlich gemacht, etliche andere auch. Okay, danke schön. Ich hätte noch die Fragen, wieso denn genau ein Fokus auf die Weingärtner gelegt wurde. Also Sie meinten, das war die wichtigste Einnahmequelle damals, aber gab es auch noch andere Gründe? Und wie wurde der Untersuchungszeitraum der Forschung festgelegt? Ja, die Weingärtner waren natürlich die dominante Gruppe, Beschäftigungsgruppe in der unteren Stadt, aber natürlich in vielen anderen Gegenden auch, in vielen anderen Dörfern, im Ammertal, rauf und runter, Hirschau, Wurmlingen, auch Rottenburg. Also Weinbau war eine wichtige Quelle der Beschäftigung und der Einnahmen und interessanterweise eben auch in Tübingen, was man natürlich auch vor 45 Jahren nimmer gesehen oder nur noch am Rande gesehen hat, dass diese Hanglagen, die es noch gab,
mit den Weinbergmauern, mit den Wegen, mit den Hütten versehen waren, aber dass es so eine große Dimension eingenommen hatte, das war so nicht mehr zu erkennen. Aber wir haben es dann durch die Beschäftigung natürlich festgestellt. Und es war dann ja auch einfach eine interessante Sache. Jetzt zweiter Teil der Frage, ich muss zwischenzeitlich rausgegangen. Zweiter Teil war wie der Untersuchungszeitraum. Achso, der Untersuchungszeitraum, genau. Das war 19. Jahrhundert. Das ist halt natürlich in der Ende des 20. Jahrhunderts war das ein guter Ansatz, dieses 19. Jahrhundert anzuschauen, weil das 19. Jahrhundert natürlich der Zeitraum war, in dem noch diese traditionellen Lebensformen, Lebensweisen zu entdecken waren, aber durch viele Veränderungen die Modernisierung stattgefunden hat, die Modernisierung des Lebens dann verändert hatte. Und da diesen Wechsel zu sehen, das war, denke ich, auch einfach im 19. Jahrhundert möglich. Und da war dieser Wechsel ja von traditionellen Beschäftigungen, traditionellen Formen des Lebens noch festzustellen, aber dann eben der Wandel zu modernen Tendenzen, zu moderner Arbeit, zu Industrie und so weiter, zu modernen auch Familienformen und dergleichen. Von daher war das 19. Jahrhundert, denke ich, auch ein guter Zeitraum, um für uns auch als Studenten eben den gesellschaftlichen Wandel, den kulturellen Wandel zu studieren. Und dann hat sich ja 1806 eben das Königreich Württemberg neu gebildet, mit neuen Landesteilen, mit neuen Herrschaftsformen, zwar mit neuen Verwaltungsformen. Das hat sich von daher angeboten, eben die Zeit des Königreiches genauer anzuschauen. Vielen Dank. Ja, dann würde ich dann noch mal eine Vertiefungsfrage stellen, Herr Ströbele. Zunächst mal Autorenkollektiv, Universitätsjubiläum und dann die Thematik. Das wird ja ein Stück weit wie eine Antithese zur offiziösen Festkultur, die es ja gab zum Universitätsjubiläum. Gab es da ein Selbstverständnis drüber, sozusagen der offiziellen Festkultur etwas anderes entgegenzusetzen? Wird sicherlich auch dahinter gesteckt haben. So wie ich es gesagt habe, über den Alltag als Thema und nicht die Geschichte der Herrschenden, die Geschichte der großen Männer, der großen Gelehrten, sondern eben auch zu sehen, dass eben auch einfache Leute ihre Geschichte haben, die aber auch dazugehört, ja, in dieser Abhängigkeit. Es wurde ja auch wieder deutlich, dass die Uni ja auch mit den Weingärtnern und von den Weingärtnern gelebt hatten, als Dienstleister, als Handwerker, ja. Das war ja auch ein Miteinander und es war auch richtig, diese Gruppe, diese Schicht da auch in Betracht zu ziehen. Und natürlich war sicherlich auch für uns Studenten da ein gewisser, wie soll ich sagen, eine gewisse Anti-Haltung gegenüber bestimmte traditionelle Formen des Feierns im Hintergrund auch mit dabei. Irgendwie habe ich noch schwach in Erinnerung, als hätte es dann einen Festakt gegeben, ich glaube, bei der Stadtverwaltung, weil im Jahr 78 war auch das Jubiläum 900 Jahre Tübingen, Stadt Tübingen, erste Erwähnung wahrscheinlich, gefeiert. Und da waren wir, glaube ich, eingeladen. Und ich glaube, die ganze Gruppe hat dann beschlossen, irgendwie Widerstand zu leisten und nicht diesen traditionellen, herkömmlichen Festformen da mitzumachen. Und Aber das habe ich nur noch ganz schwach und nicht mehr ganz korrekt möglicherweise auch in Erinnerung. Aber auch da zeigte sich schon eine gewisse alternative Haltung, Widerständigkeit gegenüber herkömmlichen Verhältnissen. Dann würden wir zum nächsten Fragebereich kommen. Da geht es schwerpunktmäßig um die Methoden, Herr Oelze. Ja, auch ich möchte mich für den Vortrag bedanken. Sie haben ja schon einige Methoden und Quellzugänge genannt. Mich würde interessieren, worauf haben Sie denn Fokus gelegt, beziehungsweise welcher Quellbereich war am aufschlussreichsten und wie haben Sie die Zugänge beziehungsweise
die Kontaktperson, wie sind Sie zu denen gekommen? Also wurde das von der Universität, von dem Seminar dann gestaltet oder sind Sie, haben Sie Ihre eigenen Kontakte genutzt, um in das Feld zu kommen? Also wir haben da schon ein breites Untersuchungsthema gehabt, die Fragen gemeinsam entwickelt. Ich habe es ja schon genannt, Alltag, Geschichtlichkeit, unsere Stadt, Frauenarbeit waren die Themen, Schulen und so weiter. Und haben alle möglichen Quellen versucht, natürlich dann entsprechend zu befragen. Da war Martin Scharfe sicherlich behilflich, der da erfahren war und wusste, welche Archive in Frage kommen, etwa das Kirchenarchiv. Ja. Und ansonsten sind wir dann schon auch im Schneeballsystem vorgegangen. Man hat dann was entdeckt, hat dann einen Hinweis gekriegt auf was anderes und ging dann weiter. Und das war auch sicherlich der große Vorteil von diesem Kollektiv, dass wir mit 15 Personen einfach eine große Menge an Material bewältigen konnten und das über unser Karteikartensystem gesammelt hatten, Querverweisen und so weiter. Das war also von daher sicherlich sehr hilfreich und sehr produktiv. Und was diese und dann halt war natürlich jetzt Teil unserer Gruppe waren auch Leute, die in Tübingen aufgewachsen waren oder Kontakte hatten. Und die konnten dann auch da erste Hinweise geben, wer in Frage kommt, wer zu befragen war. Und dann, wie gesagt, auch im Schneeballsystem geht es dann immer weiter, dass man von denen hört, aha, da gibt es doch da noch jemanden, der auch jemanden kennt, der was hat und was weiß und Objekte hat und Dinge hat. Also das war nicht von quasi von der Uni oder nicht vom Lehrenden letztlich vorgegeben. Martin Scharfe hat vielfach sicherlich geholfen und Hinweise gegeben. Aber dann waren wir auch ein Stück weit Pioniere und eigenständig unterwegs. Und wie gesagt, über diese kollektive Vorgehensweise, und wir waren da schon durchaus eben nicht mit Eifersüchteleien irgendwie beschäftigt, sondern haben uns da auch geholfen. Und jeder hat einen Hinweis gegeben, hat gesagt, da muss ich hingehen, da kann ich was machen, sodass wir auf dem Weg sehr viel Material bewältigen konnten und entsprechend auch einordnen konnten. Sind Sie im Feld auch auf Skepsis gestoßen, beziehungsweise hat sich es ergeben sich ja immer Rückschläge im Prinzip und wie haben sich die gestaltet, zum Beispiel in der Quellarbeit oder bei der Befragung? Jetzt ist das ganze Projekt schon 45 Jahre her, da ist jetzt meine Erinnerung nimmer so, dass ich jetzt sagen könnte, da hätte sich ein Gorg geweigert, uns Auskunft zu geben, so viel gab es ja auch nimmer. Aber wir sind da jetzt nicht selber Gegenstand eines Gorgowitzes geworden, das ist ja auch schon mal schön. Also jetzt könnte ich da nicht, habe ich keine Erinnerungen daran, dass wir da auf Widerstände gestoßen wären, im Gegenteil. Also es gab eher Unterstützung, sowohl von den professionellen Verwaltern der Einrichtungen, der Archive, der städtischen Sammlungen, Uni-Archiv, Stadtarchiv, Kirchenarchiv, selbst Zeitungsarchiv da gab es also Hilfe und es wurde unterstützt und auch gut gefunden, dass wir uns dem Thema stellen. Also Widerstand wäre mir jetzt nichts in Erinnerung. Ja. Dann hätte ich noch eine abschließende Frage. Wie sich das kollektive Arbeiten auf die methodische, also Sie haben es eigentlich schon angesprochen, dass halt die verschiedensten Methoden und Zugänge genutzt werden können. Aber wie hat sich das auf die Methodik ausgewirkt, dass es eben ein ganzer Kreis war, der mitgewirkt hat? Ja, es hat sich dann schon vielleicht eine gewisse Gleichartigkeit der Bearbeitung der Themen ergeben, weil halt dann die Ergebnisse immer zusammengebracht worden sind. Es gab eine Art Redaktionskomitee, wobei da, glaube ich, jeder teilnehmen konnte. Und da wurde schon eine gewisse individuelle Einformung einer Bearbeitung etwas abgeglichen und abgeschwächt, sodass da dieses, ja, der individuelle Zugang zu Themen und zur Darstellung nicht so entsprechend zum Ausdruck kommen könnte. Es ist ja auch eine Qualität von einer individuellen Erarbeitung, dass eben dann der persönliche Zugang, die persönliche Betrachtung dann
ja, das Profil gibt. Und bei uns war halt dann das Profil, denn da, dass wir da auch ein Stück weit das alles gleichartig behandelt und dargestellt hatten. Vielen Dank. Dann würden wir zum nächsten Block kommen, nämlich zu den Ergebnissen. Der Herr Fangmeier wird sich da vertiefen. Ja, vielen Dank auch von mir zu dem Vortrag. Eine Frage, die ich mir gestellt habe, war, es ist ja die Rede von dieser Ghetto-Situation, wobei eigentlich muss ich mich wirklich bei Frau Braun bedanken, weil das auch eine wunderbare Frage ist zu meinem Themengebiet. Ich würde die einfach kurz vorlesen, und zwar: Im Stadtmuseum ist die Darstellung des Lebens in der Unterstadt nach wie vor sehr unterrepräsentiert. Wie erklären Sie sich, dass auch hier in der Dauerausstellung bisher vor allem Oberstadt und Universität im Fokus stehen? Ja, das hat mich auch gewundert, hat uns gewundert. Wir hatten damals auch in der Folge, ich kann mich erinnern, wir hatten eine Werkstätte, ich glaube von dem Küfer irgendwie auch entdeckt, und die wurde dann von der Stadt erworben, und da haben wir auch gedacht, das müsste im Bereich des Handwerks irgendwie auch kommen. Jetzt gab es halt eine Museumsleitung dann in den 90er Jahren, die kam von Bielefeld, wenn ich es jetzt richtig weiß, und hat sich dann von daher nicht so vielleicht mit den Dingen beschäftigt gehabt oder hat andere Themen, andere Dinge wichtig genommen. Ja, es, so sehe ich es auch, dass das nicht in dem Maß in der Dauerausstellung zum Tragen kommt, wie das wünschenswert gewesen wäre oder auch noch wünschenswert ist. Aber das sind natürlich Entscheidungen, die dann von den Machern der jeweiligen Einrichtungen dann abhängen. Also die Grundlagen waren da und es wäre sicherlich auch wert gewesen, das Thema stärker im Blick zu nehmen. Ja. Also letztlich kann ich es nicht, ich habe da keine Äußerung dazu gefunden, warum das nicht stärker in den Blick genommen wurde. Ja. Ich habe in Reutlingen dann schon Weingärtner Arbeit und 19. Jahrhundert in einer großen Abteilung deutlich gemacht. Und auch vor allem durch Ausstellungen dann etwa auch zum Weinbau in Reutlingen, den gab es damals ja auch sehr stark, habe ich das, denke ich, in Blick genommen, in Blick gehabt und versucht, das entsprechend einzubringen. Vielen Dank. Genau, in dem Werk ist eben diese Rede von einer Ghetto-Situation in Tübingen. Also ja. Meine Frage wäre, haben Sie noch was von dieser Teilung gespürt, als Sie das gemacht haben, die Forschung, und finden Sie über den Verlauf der Zeit, seit Veröffentlichung des Werkes, hat sich dann daraus, also an der Integration der Universität, was getan? Also wir hatten schon durchaus den Kontakt zu Weingärtner Familien, die auch nur ihre Weinberge hatten. Vielfach hatten die aber natürlich auch davon profitiert, dass die Weinberge zu Bauplätzen, sage ich jetzt, umgewandelt worden sind und konnten dann entsprechend Bauplätze verkaufen und eigenständige Häuser auf übrig gebliebenen Grundstücken dann bauen. Also solche Weiterentwicklungen haben wir dann durchaus festgestellt. In der unteren Stadt gab es in dem Sinn kaum mehr solche Spuren des 19. Jahrhunderts, also Spuren auch von Personen, die ähnlich noch gelebt hätten. Wie gesagt, diese Werkstatt aus in der Ammergasse, die von einem Küfer, das war noch so ein Relikt aus dieser Zeit, 19. Jahrhundert und kurz darauf. Also solche Dinge gab es dann schon, und es gab aber bei etlichen Familien entsprechende Gerätschaften und so weiter. Ja. Aber heute, wenn ich es jetzt richtig sehe und durch die Stadt gehe und was ich dann immer wieder auch sehe oder wo ich dann auch zu Gast war und zu Gast bin, ist auch die untere Stadt, glaube ich, gentrifiziert, wie man vielleicht heute sagen würde, dass eben auch die Akademiker und Lehrer und wer auch immer und die Redakteure dann in den Häusern der unteren Stadt wohnen und von daher keine soziale Unterschiedlichkeit, denke ich, mehr herrscht, sodass es zum Teil halt ein nettes, romantisches Viertel ist, wo man auch gerne wohnt und wo es dann auch schöne Fachwerkhäuser gibt und schöne Innengärten und schöne Dachterrassen und so weiter.
Also heute ist es, denke ich, wie gesagt, gibt es keine Ghetto-Situation mehr. Im Gegenteil, es ist quasi schon auch von dem akademischen Bereich, würde ich behaupten, weitgehend übernommen. Ja, vielen Dank. Und im Prinzip haben Sie das auch schon kurz angesprochen, aber würden Sie sagen, es wäre lohnenswert, sich den Forschungsgegenstand heute nochmal anzuschauen und sich diese Entwicklungen anzuschauen, oder? Ja, es wäre sicherlich interessant, nochmal einzelnen Themen nachzugehen, ja, die wir zum Teil sehr pauschal bearbeitet hatten, auch aufgrund der zeitlichen Umstände, wenn wir die Ausstellung machen wollten, wenn wir dann das Buch kurz drauf fertig haben wollten. Also da gäbe es sicherlich noch Möglichkeiten, Dinge intensiver, korrekter auch zu machen. Zum Teil war das schon ein bisschen holzschnittartig gemacht. Also hier die Unterstadt und da die Oberstadt, da gäbe es sicherlich auch Möglichkeiten der Differenzierung. Es gibt auch Themen, die wir nicht ordentlich bearbeitet hatten, zum Beispiel Religiosität, Frömmigkeit in der unteren Stadt. Das ist ein Bereich, der also weitgehend nicht in den Blick genommen wurde. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Es gibt noch von der Frau Weingart eine Frage. Da geht es eigentlich nochmal um die Methode. Wollen Sie selber die Frage stellen, Frau Weingart, oder soll ich es geschwind? Eigentlich können Sie es direkt machen, oder? Ja, kann ich machen. Hört man mich? Ja. Ja. Meine Frage ist, Sie kommen ja vom Dorf, Herr Ströbele, und sprechen Schwäbisch, schwätzen Schwäbisch, das hört man. Ich gehe mal davon aus, dass das ein Türöffner auch ist, wenn man mit Leuten aus der Unterstadt redet und in ihrem Dialekt redet. Haben Sie das auch so erlebt? Ja, das ist sicherlich einfacher und Türöffner und vielleicht auch in einer gewissen Hinsicht natürlich eine gemeinsame Ebene, die man dann schnell hat, ja. Aber es ist, man kann es nicht grundsätzlich sagen, dass es dann tatsächlich immer eine Hilfe wäre. Das kenne ich jetzt aus anderen Bereichen, im Tübinger Fall nicht so, aber man stößt auch mit dem Dialekt. Und wenn man vielleicht glaubt, man käme aus der gleichen Landsmannschaft, ist es nicht gleich damit klar, dass man dann auch alle Türen und Tore geöffnet hat. Aber in Tübingen hat es dann durchaus geholfen, gerade auch in dem Bereich der Unterstadt, wo über Schwäbisch tatsächlich noch gesprochen wurde und wo der Gork halt, ja, Schwäbisch spricht. Das werden wir bestimmt auch nächstes Wochenende, nächsten Sonntag dann vertiefen, wenn wir an die Wirkungsstätte direkt in Wolfenhausen, der Arbeitsstelle Sprache in Südwestdeutschland, kommen. Ich sehe jetzt gerade, Sie können alle im Chat auch Anmerkungen reinposten und auch lesen, was zum Beispiel die Frau Dörr, Fachbegriff Gentrifizierung, Neubesiedlung der Unterstadt durch andere Milieus, einfach als Stichworte. Und ich würde jetzt dann auf den nächsten Punkt, die Resonanz auf diese Forschung, gehen und Sie bitten, Frau Noemi Angela Zühnefeld, Ihre Fragen zu stellen. Genau, Sie haben ja schon was zu der Resonanz aus der Forschungswelt gesagt. Und ich hätte jetzt noch die Frage, wie das Interesse und die Reaktion auch seitens der Tübinger selber auf die Forschung und auch die Ausstellung war. Also ich habe noch in Erinnerung, dass damals, als die Ausstellung eröffnet wurde, auch viele Besucher aus Tübingen und eben auch aus der unteren Stadt diese Gelegenheit wahrgenommen hatten, in der oberen Stadt, im Schloss, die ihre Geschichte auch zu sehen und damit sich zu befassen. Und mir sind da auch nur positive Rückmeldungen in Erinnerung. Also da wurde man auch gelobt, dass wir da jetzt endlich einen Blick auf die einfachen Leute, auf die Unterstadt gerichtet hatten. Und auch diese Besucherzahl von über 10.000 in einer relativ kurzen Zeit zeigt es auch, dass das Interesse groß war. Und wie gesagt, ich weiß, dass wir da auch Unterstädter oder die Nachfahren der Unterstädter erreicht hatten. Natürlich die, die uns mit Leihgaben, mit Informationen, Bildern und so weiter geholfen hatten, die haben wir da auch getroffen und gesehen. Und die haben auch gleich gesagt, sie kommen da und sie wollen das sehen.
Und ja, und wir haben ja auch, sage ich mal, die Geschichte aus ihrem Blick versucht darzustellen und sind von daher nicht auf eine Situation gestoßen, dass jemand dann nicht mit einverstanden gewesen wäre, so wie wir das gemacht hatten, sondern das kam dann schon die Äußerung, ja, so war es. Ja. Das war von daher eine positive Sache und auch die Tatsache, dass an der Katalog mit 16.000, wie ich gehört habe, eine doch relativ hohe Auflage erhalten hat, eine Verkaufszahl erhalten hat, spricht ja auch dafür, dass großes Interesse da war, dass es sich rumgesprochen hat, es lohnt sich, das Buch zu erwerben und sich damit zu beschäftigen. Und ich weiß es auch von dann auch in der späteren Zeit, dass immer wieder dann Leute drauf mich angesprochen hatten auf das Buch und dass es eben gut war und dass Leute, die sich damit mit ähnlichen Lokalgeschichten befasst hatten, dass die da viel draus gezogen hatten, an Einstellungen, an Vorgehensweisen, an Dokumenten, an Umgangsformen mit Quellen und mit Themen. Ja, vielen Dank. Meine anderen Fragen wurden eigentlich schon im Laufe beantwortet. Vielen Dank. Claudia Braun hat noch gepostet, die Ausstellung war damals eine Wertschätzung für die Unterstädter. In fast jeder Familie findet sich das Buch. Ja, glaube ich. Das trifft ja das mit meiner Wahrnehmung, ja. Zu dieser Resonanz würde ich schon noch mal nachfragen, wie verhält sich das denn so im bundesweiten Forschungskontext oder damals generell in der Entwicklung? Welchen Stellenwert, also Sie haben aus der Zeit zitiert, aber wenn Sie jetzt so den Wissenschaftsdiskurs der Zeit noch mal sehen, hatten da die Tübinger Forschungen zu Unterstadt Resonanz? Also jetzt im nationalen Forschungskontext ist mir es nicht so geläufig, da habe ich mich dann auch nicht mehr in dem Sinn so damit beschäftigt. Aber es gibt ja etliche weitere Publikationen, wo das Buch immer wieder zitiert wird. Ja? Aber halt eher in diesem sozialgeschichtlich-lokalgeschichtlichen Bereich in Württemberg und um Württemberg herum findet man ab und zu eben dann einen Verweis, einen Nachweis, eine Zitierung des Katalogs. Von daher war der Katalog und das Buch präsent und hat seine Wirkung gehabt. Aber jetzt, ob das in der Forschungsgeschichte, in der Sozialgeschichte, Mikrogeschichte so eine große Rolle gespielt hätte, weiß ich nicht, glaube ich auch nicht, oder mir ist zumindest nichts bekannt geworden. Dafür waren wir halt doch eher mit unserer studentischen Vorgehensweise beschäftigt. Das wäre jetzt vielleicht eine Frage, die man dann an Martin Scharfe stellen könnte, ob er da die Erfahrung hat, wie das im wissenschaftlichen Kontext aufgenommen wurde. Ja. Aber ich glaube, unsere Zielsetzung war ja auch weniger die Wissenschaft als vielmehr die untere Stadt, eben die Menschen, die eben nicht ständig mit Geschichte beschäftigt sind, sondern die dann eben auch dann feststellen, aha, ihre Vergangenheit ist auch interessant und da gibt es auch Dinge, mit denen man sich beschäftigen kann. Das war von der Zielsetzung her auch für uns wichtig und gar nicht jetzt, um da in den höheren Ebenen der Sozialgeschichtsforschung da anzukommen. Dank. Ich sehe Wolfgang Alber meldet sich. Ja, Werner, ich glaube, du unterbewertest das ein bisschen, weil es geht ja nicht nur um Alltagsgeschichte, sondern auch um Mentalitätsgeschichte. Martin Scharfe hat ja gesagt, das ist... Wolfgang, entschuldige, kannst du ein bisschen näher ans Mikrofon ran? Das kommt, glaube ich, relativ leise gerade. Okay. Also Werner, ich glaube, du unterbewertest euer Projekt ein bisschen, weil es ging ja nicht nur um Alltagsgeschichte, sondern auch um Mentalitätsgeschichte. Martin Scharfe hat ja von einer Kontrastmentalität, quasi von einer Subkultur gesprochen und da gibt es ja einfach eine Schnittmenge auch zur Geschichtsforschung, also Mentalitätsgeschichte. Und da gibt es bei euch, finde ich, sehr schöne Beispiele. Vielleicht kannst du darauf nochmal eingehen, welche Formen der Selbsthilfe und der Solidarität diese Weingärtner auch ausgebildet haben, Sterbekasse und ähnliche Dinge.
Also das finde ich sehr eindrucksvoll eigentlich und das sollte man unbedingt noch darauf hinweisen. Ja, das war auch mit eine Zielsetzung, eben die Mentalität der Unterstädter, die Natur der Gorgon auch zu sehen und zu erkennen und auch zu erklären tatsächlich. Ja. Ich habe es ja versucht, auch am Weingärtner Niedergrenz ein bisschen festzumachen, dass da das durchaus ein Verein war, der auch ein Stück weit dieses Selbstbewusstsein der Weingärtner zum Ausdruck gebracht hat. Aber es gab dieses Fronen auch, dass etwa wenn ein Weingärtner krank war, dass dann die Menschen um ihn herum es übernommen hatten zu fronen, also am Sonntag etwa oder wenn sie Zeit hatten, den Weinberg zu bebauen, dass da ein entsprechender Ertrag rauskam, auch wenn der Weingärtner selber das nicht mehr konnte, weil er krank war oder andere Umstände ihn dann gehindert hatten. Also da gab es durchaus solche Solidaritätsaktivitäten. Es gab eine Sterbekasse auch, wenn ein Weingärtner gestorben ist, wurde er von dieser Versicherung der Sterbekasse dann unterstützt, dass ein ordentliches Begräbnis stattfinden konnte, weil das auf dem sonstigen Weg wohl sehr teuer war. Ja. Da bin ich vielleicht zu weit weg gewesen oder dann eben auch nach Reutlingen gegangen und habe dann da meine Aufmerksamkeit darauf gelenkt. Von daher weiß ich jetzt tatsächlich nicht, ob ich das unterbewerte und ob nicht da noch ein weiterer Eingang in Forschungs, die Forschungswelt damit stattgefunden hat mit solchen Dingen. Ja. Das muss ich klar sagen. Ja, ja, vielen Dank. Ich sehe jetzt gerade keine weiteren Fragen, dann würden wir in einem Dreisprung zum Ende kommen. Zunächst nochmal möchte ich einfach nach meinem Dank Werner Ströbele und all denjenigen, die jetzt Fragen gestellt haben, vertieft haben, herzlichen Dank für die Beiträge. Dann möchte ich einfach nochmal darauf hinweisen, wir machen alle diese Veranstaltungen immer auch in Kooperation mit den jeweiligen Kommunen. Es freut mich, dass auch das Kulturamt der Stadt Tübingen heute dabei ist, wie auf einem Bild zu sehen ist. Ich weiß jetzt gerade leider nicht, wer da ist, aber herzlichen Dank für die Kooperation und herzlich willkommen. Und möchte das auch nutzen, um überzuleiten auf unseren nächsten Ort, das wird Wolfenhausen sein, also die Dialektforschung, Sprachforschung, die eine Zeit lang dort ihr Zentrum hatte. Und da möchte ich Ihnen, der Reinhard Johler wird da gleich nochmal Näheres sagen, aber ich möchte Ihnen einfach sagen, das Ganze wird stattfinden vor Ort. Ich habe es mir mit dem Bürgermeister Schmid, auch dort die Kooperation mit der Kommune, vorgestern angeschaut. In Wolfenhausen unter schattigen Bäumen, dem Wetter entsprechend, also zum ersten Mal seit langem wieder eine Live-Veranstaltung. Man kann sich auf das Setting freuen. Man kommt nach Wolfenhausen, es ist dort, die Schule Neustetten befindet sich in Wolfenhausen in der Schulstraße 4. Da wird es sein, da gibt es Parkplätze, man kommt aber auch gut mit dem ÖPNV, indem man mit dem Zug nach Rottenburg fährt und dann in die Linie 7366 umsteigt. Die fährt da stündlich nach Wolfenhausen. Man kommt also hin und auch wieder zurück. Das einfach gleich schon mal als technischen Hinweis. Und dann würde ich jetzt an die Frau Inschi weitergeben bei unserem Dreisprung zum Ende hin. Vielen Dank. Apropos Bewerbung, nächste Veranstaltung, würde ich nämlich gerne auch hier diese Chance nutzen und einmal die Werbung für eine aktuell laufende Ausstellung auch im Rahmen des 50-jährigen Jubiläums machen. Das ist die Unser Ding, Sachgeschichte als Fachgeschichte Ausstellung, die sowohl online als auch vor Ort besichtigt werden kann im Schloss und auf den hausinternen Verlag aufmerksam machen, den TVV-Verlag, der zurzeit zum Jubiläum gerade auch wunderbare Rabattaktionen hat und schicke Ihnen hierzu einmal die Links in den Chat. Da können Sie sich das gleich im Anschluss noch gerne angucken. Vielen Dank. So, dann bin ich, glaube ich, ganz zum Schluss. Ich glaube, ich bin der dritte Sprung.
Auch von meiner Seite aus herzlichen Dank einmal zunächst natürlich an Werner Ströbele für diesen wirklich tollen Vortrag, den man auf eine bestimmte Art und Weise jetzt ja auch in der unteren Stadt nochmal nachgehen kann. Das ist jetzt, glaube ich, wirklich schön. Wir haben genug Hinweise bekommen, da noch einmal vor Ort zu sein, vielleicht auch noch den Wein zu probieren, was auch eine Empfehlung sein könnte. Also noch einmal herzlichen Dank, Werner Ströbele, für die Hinweise und für den Vortrag. Natürlich auch allen anderen herzlichen Dank, die dabei waren, die sich interessiert haben. Es ist gesagt worden, diese Reihe geht weiter und wird zum ersten Mal live quasi vor Ort stattfinden, nächsten Sonntag mit Dieter Herz, Hubert Klausmann und Miriam Nast. Der Ort ist schon gesagt worden, wichtig ist, und schauen Sie bitte, wenn Sie sich interessieren, auf unserer Homepage noch einmal nach. Sie sollten sich dort anmelden. Das ist ganz wichtig, wegen Hygiene und wegen Corona und dem ganzen Zeug, das seit längerem unser Leben damit bestimmt, aber in einer jetzt schon erträglichen Art und Weise. Die Veranstaltung geht dann weiter. Wir hoffen weiter auch live in Zukunft. 4.7. Christel Köhle-Hetzinger in Altingen. 11.7. Franziska Becker Beisingen und 18.7. Bernd Jürgen Warnecken in Mössingen. Es gibt also noch genug zu tun auf unserer Tour und ich denke mal, das ist auch schön, in die Dörfer zu kommen und dort noch einmal zu schauen. Die Ausstellung über mir, weil ich am Institut bin, ist erwähnt worden. Ich merke auch immer, wenn da Leute sind, dass es bei mir an der Decke ein bisschen wackelt und es hat öfters gewackelt. Also es scheint Nachfrage zu haben, was auch wirklich toll und ein Erfolg für die Organisatorinnen und Organisatoren sind. Das sind auch wiederum, da sind wir als EKW ja besonders stolz, sind wiederum Studentinnen. Also da sind wir so quasi in der Tradition von Werner Ströbele vor 46 Jahren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und das ist immer noch ein Modell, glaube ich, in dem Leute viel für die Wissenschaft, aber auch viel fürs Leben lernen. Und jetzt ganz zum Schluss noch, am 1.7. wird dann die zweite Ausstellung eröffnet, wer Lust und Laune hat und Zeit, 15.30 Uhr im Schlossmuseum. Da geht es um die Umbenennung. Und am Abend dann 20 Uhr, auch wichtig, also am Abend des 1.7. auch wichtig vorzumerken, gibt es eine Podiumsdiskussion. Dort wird gerade der Link erstellt. Eine Podiumsdiskussion, die sich mit den Fragen Heimat, Dialekt, also den großen Themen dieses Instituts auseinandersetzt. An dieser Podiumsdiskussion klotzen wir richtig, weil es wird daran der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Herr Kretschmann, teilnehmen. Die Landtagspräsidentin Frau Aras wird teilnehmen, aber auch Hermann Bausinger, Hubert Klausmann und Herr Wicker. Also das ist sicher eine ganz interessante Sache. Wir laden alle herzlich ein, so quasi auf dieser Ebene, das ist ja, da wechseln wir natürlich auch die Ebene, aber wir bleiben beim Thema, da dabei zu sein und der Diskussion zu folgen. Schauen Sie einfach, wir werden die Links noch versuchen, in allen möglichen Newsletter zu verbreiten. Aber schauen Sie, wenn Sie da nicht adressiert werden, einfach auf unsere Homepage, da werden Sie immer auf dem Laufenden gehalten. Und alleine, wenn man sagt, wie viele Programmpunkte wir am Institut vorhaben, dann ist man schon 10 Minuten beschäftigt. Sie merken, es ist echt was los und es freut uns. Das ist auch das Ziel der Veranstaltung. EKW geht in die Dörfer, EKW geht in die Städte, aber wir wollen auch in Kontakt mit Ihnen treten, die inhaltlich mit uns viel teilen. Und ich glaube, dafür war auch der heutige Nachmittag ein wunderbarer Anlass und ein wunderbares Thema und eine wunderbare Beschäftigung. Und es ist, wie gesagt, noch früh genug, dass man noch in die untere Stadt laufen kann und schnell noch was trinken kann. Damit möchte ich von uns aus mich verabschieden. Noch einmal danke fürs Kommen und ja, machen Sie es gut und vielleicht bis nächsten Sonntag oder eben zu einem der nächsten Termine oder eben auch bei uns am Schloss selber in der Kalten Herberge.